Stufe runterkommt, kommt die Oberstufe! Jawohl! Servus! Ich freue mich auf Jakob, auf Anna, auf Henry und Andrico! Das ist meine Oberstufe. Oh, Netzenmüller, ich sehe nur Netzenmüller, wie er so macht. Das ist schon ein Unterschied zu eben, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die sieht aus wie eine Boygroup oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, gut aussehend, finde ich. Ja. Sehr sympathisch. Ja, ja, das, jetzt wird's ernst, ne? Also, ja, ja. Es wird immer schwerer. Ihr seid knapp vorne. Und diese Oberstufe, die möchte euch jetzt das Leben richtig schwer machen. Die kommen auch von der Gesamtschule Bergerfeld. Und weil ich auch selber großer Fußballprofi bin, habe ich 3 angehende Profifußballer in dieses Team geholt. Jakob, Henry und Andrico. Angehende Profifußballer. Und Anna, du bist jetzt also nicht der Hahn im Korb, sondern du bist das Huhn auf der Bank quasi. Und du hast nur 1 noch im Zeugnis. Ja, das stimmt. Das ist Wahnsinn. Also du wirst hier die Jungs mal im Kopf unterstützen und die machen die Muskelarbeit. Ist eigentlich auf dem Papier ist das hier eine perfekte Truppe. Und ich glaube, ihr werdet es den Promis richtig schwer machen. Wie ist das jetzt für euch, dass Stefan Effenberg jetzt hier sitzt? Also du musst natürlich wissen, das ist Schalke. Ah, das ist Schalke. Ich habe in Gladbach gespielt und bei Bayern München. Ich glaube, Sympathie. Sind die Sympathien nicht so? Die sind nicht so in Sympathien. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber andersrum genauso. Guck mal, Stefan Effenberg nimmt den Contest hier sehr, sehr ernst. Dann gehen wir jetzt in die Oberstufe. Der Punktestand ist 21 zu 15, aber jetzt geht's um richtig viele Punkte. Jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Wir sind in der Oberstufe und wir gucken jetzt mal auf den Stundenplan. Ihr liegt hinten, ihr dürft buzzern. Der Oberstufenstundenplan beginnt in der 9. Klasse und boah, voll Abwack, 6 Stunden, Alter. Biologie, Erdkunde, Latein, Physik, Mathematik, Chemie, da ist jetzt Sport nicht dabei. Ihr drei, oh Gott. Jetzt muss Anna alles rausholen. Drückt auf den Buzzer. 9 Punkte. Es geht um Erdkunde. Das Fach Erdkunde. Euch werden gleich Fotos von verschiedenen Wahrzeichen eingeblendet. Immer nur ein paar Sekunden lang. Jedes Wahrzeichen steht eindeutig für einen Staat. Also beispielsweise das Kanzleramt oder das Brandenburger Tor steht dann für Deutschland. Eure Aufgabe ist es jetzt, Bildpaare zu finden. Also die 2 Wahrzeichen, die zu einem Staat gehören, miteinander zu verbinden. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt unsere Prüfung in der 9. Klasse Erdkunde. Los geht's. Da ist das erste Wahrzeichen. Wo gehört das hin? Da ist das zweite Wahrzeichen. Wo steht denn das? Sobald ein Bildpaar zu sehen ist, drückt auf den Buzzer und benennt das Land. Ist ja noch kein Bildpaar. Müsst euch alles merken. Anna! Paris. Welches Land hast du zweimal gesehen? Frankreich. Ja, Frankreich. Louvre! Und Eiffelturm. So, die bisher gezeigten Wahrzeichen sind immer noch im Spiel. Ich hoffe, ihr habt euch alles gemerkt, was jetzt kommt. Wir machen weiter. Der erste Punkt schon mal bei euch. Sehr, sehr gut. Weiter geht's mit dem nächsten Wahrzeichen. Gott, keine Ahnung, wo das steht. Ah, Brücke. Doch, Bär, du. Ja, jetzt brauche ich eine Antwort. U-Boxengänge. England. England. Was haben wir gesehen von England? Stonehenge und Big Ben. Ganz am Anfang Big Ben. Wir gucken mal, ob es stimmt. Großbritannien, England. Kann man gelten. 1:1. Alle Wahrzeichen bleiben weiter im Spiel. Weiter geht's. Der Erste, der 3 hat, gewinnt die 9. Prüfung. Und es wird wieder gebuzzert. Uwe Ochsenknecht. Japan. 4 rumgekommen. Japan zweimal gelesen? Ja, mal gucken, ob es stimmt. Stimmt nicht. Japan war nicht dabei. Der Punkt geht an die Kids. Ja. 2:1.
nochmal Revue passieren lassen. Was haben wir da alles gesehen? Henry zählt gerade auf. Und ihr um den Buzzer rum. 2-1 für die Kids. Hier die nächsten Wahrzeichen. Matchpoint für unsere Kids. Jetzt wird's langsam sehr schwer. Die Promis. Stefan Effenberg. Das ist Dänemark. Nee. Dänemark. Ja. Uwe Ochsenknecht sagt nein. Lösen wir auf. Die Kids gewinnen diese Runde. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön. Das war schön. Schon die ältere Reife halt mal abzuwarten. Ja. Gar nicht schlecht. Ja, sehr, sehr gut. Die Punkte gehen an euch. Ihr gewinnt die 9. Klasse. Damit gibt es 9 Punkte aufs Konto. Ein neuer Zwischenstand. 24-21. Und somit liegen die Promis hinten und ihr dürft buzzern.